Seit 2011 tobt in Syrien ein blutiger Bürgerkrieg. Die humanitäre Lage der Einwohner verschlechtert sich mit jedem Tag. Knapp 7 Millionen Menschen sind innerhalb des Landes auf Hilfe angewiesen. Wer kann, flüchtet. Mindestens 1,7 Millionen Menschen haben Syrien verlassen. 3/4 davon sind Frauen und Kinder. Sie schlagen sich nun in der Türkei, in Jordanien und im Irak durch. Die meisten syrischen Flüchtlinge jedoch leben im Libanon. Das, was wir zu Jahresbeginn befürchtet haben, ist eingetroffen. Syrien und die umgebenden Länder sind der humanitäre Hotspot schlechthin. Registrierte Flüchtlinge gibt es im Libanon über die 600.000. Die Dunkelziffer im Libanon liegt bei 1,5 Millionen. Diese sind bei Gastfamilien untergebracht, in Garagen, in Makeshift-Tents, also in spontanen Lagern eigentlich. Und diese zu versorgen und diesen Menschen zu helfen, das ist die Aufgabe der humanitären Organisationen und vor allem auch des Roten Kreuzes, im Speziellen des libanesischen Roten Kreuzes, das da sehr engagiert arbeitet. Der Libanon ist ein kleines Land mit nur 4,5 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. Noch werden Flüchtlinge aufgenommen, doch das Land stößt an seine Grenzen. Die Regierung möchte vermeiden, dass große Camps errichtet werden. Sie fürchtet, dass diese Lager zu richtigen Städten werden. Kleine Camps wie dieses in Kitamaya werden toleriert, mangels Alternativen. Das ist ein Camp für syrische Flüchtlinge. Es besteht seit einem Jahr. Insgesamt leben 31 Familien mit rund 160 Personen hier. Die meisten Flüchtlinge sind in den Städten oder bei Gastfamilien untergebracht. In nahezu jeder libanesischen Stadt gibt es mittlerweile syrische Flüchtlinge. In manchen Orten leben bereits mehr Syrer als Libanesen. Bei der Flucht aus dem Bürgerkriegsgebiet mussten viele gesamtes Hab und Gut zurücklassen. Das libanesische Rote Kreuz versorgt sie mit dem Notwendigsten. In Kitamaya, rund eine Autostunde südlich von Beirut, findet eine Hilfsgüterverteilung statt. Diesmal werden Hygieneartikel verteilt, Waschmittel und Zahnbürsten, Binden und Toilettenpapier. Viele der Syrerinnen und Syrer, die die libanesische Grenze erreichen, sind in einem schlechten Gesundheitszustand. Einige sind krank, zahlreiche verwundet. So wie in Österreich ist auch im Libanon das Rote Kreuz für den Rettungsdienst verantwortlich. Die Sanitäterinnen und Sanitäter kümmern sich um die Verletzten, leisten erste Hilfe und bringen sie in die umliegenden Spitäler. Seit 2011 haben wir mehr als 4.200 verletzte und kranke Menschen von der Grenze in umliegende Spitäler transportiert. Durch die Schlacht von Al-Qusair ist die Anzahl der Verletzten stark angestiegen. Allein in einer Nacht haben wir mehr als 35 Verwundete evakuiert. Die Arbeit der Sanitätskräfte ist gefährlich, weil der Libanon mehr und mehr in den Konflikt hineingezogen wird. Während des Interviews mit dem Leiter des Rettungsdienstes explodiert 5 Kilometer entfernt eine Autobombe. In der Leitstelle gehen zahlreiche Anrufe ein. Das libanesische Rote Kreuz schickt 6 Rettungswagen. Unter den Sanitätskräften sind zahlreiche Freiwillige. Bei Einsätzen wie diesen müssen die Helferinnen und Helfer Schutzausrüstung anlegen, kugelsichere Weste und Helm. Man ist froh, dass man in Österreich Rettungsdienst machen kann, nicht hier im Libanon. Wie das ganze Land ist auch das libanesische Rote Kreuz durch die Auswirkungen des Konfliktes an den Grenzen seiner Kapazitäten angelangt. Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften aus anderen Ländern unterstützen die Organisation. Jetzt werden mehrere Rettungsautos angekauft und weitere Hilfsgüter finanziert. Auch Österreich leistet einen Beitrag. Wir finanzieren Hilfsgüter, einerseits also Lebensmittel, Nahrungsmittel und auf der anderen Seite also sogenannte Non-Food-Items, da geht es also um einfach Güter des täglichen Bedarfs. Und die finanziellen Mittel bekommen wir einerseits aus Spenden und andererseits von der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Wenn auch Sie den syrischen Flüchtlingen im Libanon helfen wollen, können Sie das mit Ihrer Spende tun. Menschlichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Einheit, Universalität.